Insgesamt 5 Spielplätze werden dieses Jahr seitens der Stadt gebaut und renoviert. Der erste davon wurde am gestrigen Donnerstag im Areal des Schlobischplatzes feierlich übergeben und ist seit heute zugänglich. Bis kurz vorher wurde fleißig an der Fertigstellung gearbeitet, wurde unter anderem der Fallschutz eingebracht. Die Eröffnung wurde selbstverständlich stellvertretend für viele zukünftige Nutzer von Kids übernommen. Für die Mädchen und Jungen der Kita Grümelkiste gilt der Schlobischplatz schon immer als Ausflugsort. Mit Entdeckerlust und Spiellaune wurden nun die 5 Türme, 3 Tunnelrutschen und verschiedene Verbindungselemente in Beschlag genommen. Zur Ausstattung des Spielplatzes gehören auch 2 Spielschiffe mit Sitzkombination und Tisch zum Ausruhen nach dem Austoben. Die Spielgeräte, die auf etwa 500 Quadratmetern entstanden, sind aus Robinie, Gebirgslärche und Eiche. Sie sind zertifiziert, nicht imprägniert und resistent gegen Pilze und Insekten. Gefertigt wurden sie von der Spielgerätefirma Werkform aus Brand-Erbesdorf. Insgesamt 260.000 Euro hat sich die Stadt das Spieldorf kosten lassen. Als nächstes soll der Spielplatz in der Spiegelstraße folgen.